Was geht ab, Leute? Will am Start. Heute erkläre ich euch, was das Pareto-Prinzip ist. Und all das in unter einer Minute. Also los geht's. Das Pareto-Prinzip, auch 80-20-Regel genannt, ist vom gleichnamigen Italiener Vilfredo Pareto verfasst worden. Es besagt, dass 80% der Ergebnisse mit 20% des Gesamtaufwandes erreicht werden. Die verbleibenden 20% der Ergebnisse benötigen mit 80% die meiste Arbeit. Im Berufsleben oder im Studium ist das Zeitmanagement gerade in Projektarbeit äußerst wichtig. Hierbei ist entscheidend, dass du erkennst, welche Arbeiten die wichtigsten sind und zuallererst erledigt werden müssen, sowie welche eher Zeitverschwendung sind. Hier greift das Pareto-Prinzip, heißt, du versuchst 80% der anfallenden Arbeiten in 20% der Zeit zu erledigen. Beispiele: Wenn du einen Text für die Uni verfasst, benötigst du 20% der Zeit, um den Inhalt fertig zu schreiben und die restlichen 80% um Fußnoten, Absätze, Rechtschreibung, Quellen etc. hinzuzufügen. Oder um das wirtschaftlich zu betrachten, ein Unternehmen erzielt mit 20% der Produkte 80% des Umsatzes. Bedeutet, wenn du etwas perfekt machen und 100% erreichen willst, ist dies unwirtschaftlich, weil es Arbeit, Energie, Stress und vor allem Zeit kostet. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass du nicht bis zur Perfektion arbeiten sollst. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Dies würde uns sehr weiterhelfen und ein Feedback geben, ob euch das Video gefallen hat. Haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao.